Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, genommen haben wir es unter anderem zu einem neuen Part. Super Mario 3D Land mit dem Zwergenfürst. Im letzten Part haben wir hier die ersten drei Level der Spezialwelt 1 überstanden, geschafft. Heute geht es direkt weiter mit Spezialwelt 1 Level 4. Ich würde mal sagen, zögern wir nicht lange und springen wir in das vierte Level der ersten Spezialwelt. Auf wie! Wo sind wir hier? In einer Art Gebirge? Schaut so aus. Oha, schnell zurück hier, okay. Ich dachte, da gäbe es was. Vielleicht was in Erinnerung, dass es hier was gäbe. Okay. Am Meer, in der Küste am Meer. Ja, hier gibt's was, da gibt's was. Okay. Holen wir uns was. Und da falle ich runter. Der erste Fail im Part. Ja, muss ja auch sein. Was wäre Mario ohne Fails? Bestimmt nicht Mario. Ja. Ein Mario Let's Play ohne Fails ist, ja, beim Zwergenfürst. Kaum möglich. Naja, ich gebe trotzdem immer mein Bestes und, ja, streng mich an, so wenig Fails wie möglich zu machen. Auch wenn das manchmal nicht so danach aussieht. Geradeaus über den Steg. Oha! Und da befindet sich ein Boomerang-Bruder, der mich gleich verletzt. Oha! Okay, schnell mal ein Item einsetzen. Der große Pilz. Und zack, hierhin. Nicht nochmal runterfallen an derselben Stelle. Das wäre peinlich. Und da gibt es rote Münzen. Die holen wir uns natürlich ab. Zack. Rote Münze, rote Münze. Und noch eine rote Münze, komm, die kriegen wir auch noch. Komm, ich sag, die kriegen wir. Nice. Ach, Mann. Tanuki verkackt. Ja, zweite Sternmünze. Hier nochmal drauf. Zack. Okay, die fällt runter. Ja, die fällt runter. Scheiße. Mist, die wollte ich haben. So. Druff hier. Komm, druff. Ach ja. Ich habe im letzten Part was von der Steuerung erzählt. Die ist ein bisschen, ne, durchgedreht. Ich müsste das Ding eigentlich mal in die Werkstatt bringen, aber ja. Gibt es dafür eine Werkstatt? Man könnte es mal reparieren lassen irgendwo. Wenn ich wüsste wo. Ich gehe nochmal zurück, da könnte eventuell noch was sein. Hier, gibt es da nicht noch was? Nur eine Pusteblume. Und ein großer Pilz. Na denn. Okay, das Level kennen wir wahrscheinlich schon aus einer normalen Welt. Oha. Hier gibt's ein One-Up. Oha, der Pilz folgt uns. Der Todespilz. Der Giftpilz. Aber die ist jetzt hier ein bisschen anders. Nicht so wie in der normalen Welt. Ein bisschen hat das sich verändert. Okay, da können wir nicht hoch. Zack, hier rüber. Ach, Mann. Ich dachte, wir schaffen es. Naja, da habe ich mich wohl geirrt. Zack, da rein. Hinüber. Diesmal nicht den Giftpilz aktivieren. Sehr schlecht. Okay, hier. One up. Und weiter. Weiter geht's. Hier drauf. Oha. Komm. Okay, die dritte Starring kriegen wir nicht. Na gut, soll mir auch egal sein. Ist mir relativ egal. Hauptsache, wir schaffen das Level endlich mal. Die Starring holen wir später mal an einem Tag, wo wir besser sind. Und ein bisschen konzentrierter unterwegs sind. So, da hinten ist schon die Zielfahne. Versau's nicht. Versaubelt es nicht noch, Mario. Och, meine Fresse. So, jetzt dran. Ach komm, die grüne Fahne holen wir auch mal später. Machen wir offscreen hier. Und sein muss. Ich denke, wir waschen da sowieso nochmal durch und machen mit Luigi sowieso nochmal alles und holen dann auch noch ein paar Star Coins. Oder machen es dann später nochmal. Ich glaube, ja, die Star Coin muss ich wirklich holen, aber ja. Erstmal das nächste Level.
Ihr habt's ja gesehen, also das ist... Oh, jede Menge One-Ups. Kannst du aufs Gehen machen, weil ihr wisst ja, wo die Star-Coin ist. Oh, Star-Coin. Fast verkackt. So. Speichervorgang abgeschlossen. Nice, dann kann's weitergehen. Ist das schon das Schloss? Ja, das ist schon das Schloss. 160 haben wir. Wie es aussieht, 161 hätten wir haben können, weil eine Star-Coin fehlt uns. Ich würde sagen, ich gehe nochmal zurück, ich hole noch diese eine Star-Coin. Dann sehen wir uns im Schloss wieder. Ich schneide das jetzt mal kurz zusammen, dass das passt. Nice. Huh. Okay, die Goldfahne ist mir nicht gelungen, aber scheiß drauf. Ich habe nach 10 Versuchen die verkackte dritte Star-Coin bekommen. Alter, ich bin heute echt nicht gut drauf. Ab ins Schloss. Ich habe heute den perfekten Skill, um hier Luigi zu retten. Im Ernst auch noch eine Zeitbegrenzung. Nee, ist klar. Das muss ja sein. Damit man sich ein bisschen beeilt und sich nicht Zeit lässt. Den Bruder müssen wir retten. Sag mir, dass hier irgendwo Uhren liegen. Und sind die Gegneruhren. Die Gegner muss ich besiegen, um Zeit zu bekommen. Bestimmt. Lass mal nachgucken. Komm, jetzt mal besiegen. Nein, nicht? Okay. Dann wird es wirklich knapp hier. Das wird wirklich knapp. Uah. Hilfe! Hilfe! Ach komm! Wenn den Sprintknopf benutzen, das wäre mal hilfreich. Vor allem, wenn die Zeit knapp wird, könnte man den mal benutzen. Und wenn es um solche Flammendinger geht hier. Ah. In Lava fallen. Na komm! Hops! Mach Hops, Mario! Das ist ein Jump and Run, nicht nur ein One. Ein Jump and One. Da gehört Jump und One dazu. Ach, da ist die Uhr. Ja. Ich würde sagen, ja, lass mal. Da ist die nächste Uhr. 10 Sekunden gibt es für jede Uhr. Uhaha. Schade, dass die Gegner nichts bringen. Ah, wenn die Zeit bringen würden. Das wäre nice. Ja. Starcoin, wie soll ich in dieser Zeit noch kriegen? Uhaha, dich mal besiegen. Die Zeit ist knapp, Leute. Ich kann hier nicht die Starcoins holen. Ha! Huha, muss ich aber. 15 Sekunden habe ich noch Zeit. Ich hole mir die Uhr. Ich will aber nicht zerquetscht lernen. Dann hilft mir auch keine Uhr mehr. Huha. Knappe Zeit, knappe Zeit. Stresst. Stress mich nicht. Hier hoch, die Starcoin holen. Und da oben gibt es Uhren. Oder zumindest eine Uhr. Was gibt's da hinten? Noch eine Uhr. Das hat's jetzt gebracht, dahinter zu rennen. Die Zeit zu verschwenden. Nein, ich guck da nichts durchs Fernrohr. Das verschwendet auch nur Zeit. Ist auch nur vergeudete Lebenszeit hier. Na weiter, jetzt kommt gleich Bowser. Ja. Knochen-Bowser. Und wir haben natürlich auch begrenzte Zeit für Bowser. Ja, Hektik pur hier. Im Let's Play. Uah. Der feuert ordentlich. Ah, hier runter. In Acht nehmen vor seinen Hieben hier. Oha, die Zeit. Die Zeit, sie rennt. Eine Uhr. Ich will das jetzt nicht verkacken, weil die Zeit vorbei ist. Nein. Das darf nicht sein. Oha, schnell hier durch. Ah, jetzt nicht getroffen werden. Da ist der Schalter. Ach, Mensch. Das ist von vorne. Ah, stimmt, es gibt hier gar keine... Keine Fahne zwischendurch. Kein Check the Point. Ach, komm schon. Das kriegen wir hin. Unbedingt. Oh, und da ist eine Star-Coin verpasst. Na. Die Star-Coins sind hier drittrangig. Erstmal das Level schaffen. Und dann nochmal mit den Star-Coins. Boah. Vergesse ich hier immer. Müsste dann schon die zweite sein. Ja, das ist die zweite. Aber wo ist die dritte? Die erste haben wir gerade im Vorbeirennen gesehen. Die war da oben auf dem gelben Block.
Ach so, die dritte ist dort. Okay. Die habe ich aber auch schon geholt. Ich muss jetzt nur noch die erste irgendwie mitkriegen. Hm. Wie machen wir das am blödesten? In diesem Zeitdruck. Ah. Muss gleich nochmal durchwaschen. Da ist eine Münze, wollte ich schon sagen. Eine Uhr. Okay, nice. Schnell durchrennen. Zwar möglichst viel Zeit haben für Bowser. Da können wir es nämlich gebrauchen. Zeige euch dann im End. Dings, wenn ich das jetzt schaffen sollte, dann nochmal die eine Uhr. Quatsch, die eine Sternmünze. Vor Hektik verwechsel ich die ganzen Sachen schon. Oh nein, da wurde ich getroffen. Das ist nicht gut. Ich brauche mindestens ein Groß, um den Bowser zu besiegen. Quatsch, um den Bowser zu verstehen. Ach man, der Stress, der macht mich. Und der nimmt mich mit. Oh shit! Ich kann euch jetzt die erste Starcoin präsentieren. Ganz deutsch ausgesprochen. Starcoin. Ein deutscher Starcoin. Genau so. Ja, nice. Habe ich bekommen. Jetzt bekommen wir auch die zweite und die dritte. Okay, die Uhr darf ich eigentlich nicht verpassen. Das ist eher diskonstruktiv für diesen Part hier. Ich brauche die. Ich brauche dich auch. Nice. Soll ich ein bisschen Ruhe hier vor dem Sturm? Kann ich mich hier drunter stellen? Nice. Das ist gut. Puh. Dich auch noch. Na. Ah. Da. Genau. Ja, nice. Hier einmal nochmal durchwaschen. Ich habe Angst vor Feuerwelten. Vor Mario-Feuerwelten. Vor Bowsers. Schlüssen. Na komm. Lass mich da hoch. Ja, der Tanuki-Blatt hilft mir relativ wenig. Das Tanuki-Blatt. Ha, komm. Oh, so knapp. So knapp. Und seht ihr die Uhr da überhaupt oben? Nicht wirklich, aber ihr seht es blinken. Es macht dann immer blink, 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 blink. Ah, dieser Stress. Das vertrage ich nicht. So. Den Stern habe ich verpasst. Was soll es? Ich habe den Tanuki hier. Zeit ist knapper als sonst. Na, nicht knapper als sonst, aber es kommt mir so vor. Rein hier. Die dritte Starcoin. Nice. Wir haben alle drei. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Wegen Zeit will ich hier nicht verkacken. Nein. Wegen Zeit will ich nicht verkacken müssen. Schlecht. Dieser Stress in Mario-Spielen hier. Mit Zeitlimit. Das darf doch nicht sein. Na komm schon. Zeit ist knapp. Ich hole sie mir. Oh. Wäre angenehmer mit mehr Zeit. Aber mehr Zeit ist nicht. Hier durch. Da hinten ist die nächste Uhr. Die ist zu weit weg. Ein bisschen schneller durchrennen hier. Und mehr Uhren einsammeln. Dann geht die Zeit nicht so schnell weg. Ihr hört's, wie es mich stresst. Aha. Widerlich. Widerliche Sache. Diese Zeitbegrenzung. Komm da hoch. Den noch schnell zermatschen. Oh, und wieder so knapp hier. Komm schon. Ein bisschen besser als beim letzten Mal, aber. Das ist auch noch nicht passiert. Na komm. Hier die Uhr. Zack. Ich brauche auch ein bisschen Zeit für die Sternmünze. Na komm. Sternmünze. Oh nein. Das macht es dann auch noch ein bisschen unerträglicher. Wenn es beim ersten Versuch nicht klappt. Na komm, dich kaputt. Dich kaputt. Dann holen wir die Uhr. Und die Sternmünze. So macht man es ganz gut. Drei Sternmünzen. Hoch da. Die Uhr holen. Ganz taktisch hier. Und runter. So sieht es doch gut aus. Und jetzt hier weiter. Zack, hier drüber. Die Uhr holen und dann hier. Bowser. Den schaffen wir auch noch. Oh Mensch, was für ein Part.
Ein wahrhaft stressiger Part. Luigi will gerettet werden. Den werden wir heute retten. Kostet es, was es wolle. Kostet es so viel Leben, wie es wolle. Ich kann ja dann wieder ab dem Schloss beginnen. Das ist ja das Gute hier an diesem Mario 3D Land. Huha. Kacke. Okay, ich bin noch groß, das ist gut. Und jetzt bin ich klein, das ist nicht gut. Huha, drauf da. Nice. Huha, ha, besiegt. Und alle drei Star Coins. Nice. Ist nur noch die goldene Fahne schaffen, dann müssen wir das nie wieder machen. Puh. Und rein da. Den Bruder retten. Luigi, Luigi. Komm, 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 komm. Komm mit. Kommst du nicht mit? Nein, nicht. Okay, da hoch, 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 da hoch. Goldene Fahne, komm, goldene Fahne. Was, die Time-Begrenzung ist auch hier? Okay, wir haben 83, aber... Hups. Nein, keine goldene Fahne. Ah, Mann. Na, was soll das? Wir haben es geschafft. Ey, Star-Coins. Halbwegs perfekt. Frage. Akzeptabel. Genauso. Ah, Luigi. Oh, wir können jetzt Luigi spielen. Nice. Ab diesem Zeitpunkt. Oh, nice, nice. Na, da steht's nochmal. Du kannst nun als Luigi spielen. Drücke dazu das L auf dem Touchscreen. Luigi. Ah, da haben wir den kleinen Bruder von Mario. Mario. Wieder zu Mario. Okay. 2. Ja, Welt 2 machen wir im nächsten Part. Da beginnen wir gleich in Welt 2, Level 1 im nächsten Part. Bis dahin, Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenschloss verpassen wollt. Ja. Und was wollte ich noch sagen? Habt noch einen... Gehabt euch wohl und haut drinne. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.